Die Teillegalisierung von Brokkoli ist beschlossene Sache und schon sehen wir auch die ersten Deals dazu. Was ihr als angehende Gemüsezüchter jetzt beachten müsst und welche guten Tipps unsere Community auf Lager hat, das schauen wir uns in diesem Video mal gemeinsam an. Ja, natürlich geht es nicht wirklich um Brokkoli oder anderes Gemüse, sondern man kann auch mal ganz klar sagen, worum es eigentlich geht. Denn der Bundestag hat vor wenigen Tagen, es geschehen noch Zeichen und Wunder, tatsächlich die kontrollierte Freigabe von Cannabis beschlossen, so wie es auch damals nach der Wahl versprochen wurde. Das Gesetz muss Ende März zwar noch den Bundesrat passieren, aber das ist ehrlicherweise eher Formsache. Also das Ding ist eigentlich in trockenen Tüchern. Ab dem 1. April dürfen Volljährige, also die Grenze liegt bei 18 Jahren nach wie vor, bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen, ohne dass es da irgendwie Probleme gibt mit Polizei oder auch mit der Mama. Das ist dann natürlich zum Eigenkonsum gedacht, also die dürfen damit nach wie vor nicht handeln, das ist nach wie vor nicht erlaubt. Aber was erlaubt wird, ist der eigene Anbau und das ist natürlich dann auch vor allem für die sparsamen MyDealser tatsächlich ziemlich interessant, die vielleicht bislang auch noch nicht wirklich Berührungspunkte damit hatten. Die könnten jetzt durchaus auf die Idee kommen, da in irgendeiner Form einzusteigen, denn man darf bis zu 3 Pflanzen zu Hause haben oder 50 Gramm des fertigen Produkts. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob 3 Pflanzen dann auch wirklich 50 Gramm entsprechen oder ob man da tendenziell eher ein bisschen mehr rausbekommt. Also vielleicht beschränkt ihr euch dann auch eher auf ein bisschen weniger, um da nicht irgendwie ein Risiko einzugehen, dann doch wieder über diesem Grenzwert zu landen. Aber ich würde trotzdem sagen, auch 50 Gramm sind schon eine ganze Menge für den Eigenbedarf. Darüber hinaus dürfen etwas später im Jahr auch sogenannte nicht kommerzielle Anbauvereinigungen starten. Die dürfen dann bis zu 500 ebenfalls volljährige Mitglieder umfassen. Und da darf dann quasi für jedes Mitglied bis zu 50 Gramm angebaut werden pro Monat. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viel man so als jemand, der regelmäßig konsumiert, pro Tag verbraucht. Aber das scheint mir doch schon recht viel. 50 Gramm pro Person in einem Monat, also 1,5 Gramm pro Tag oder so. Das ist also entsprechend eine wirklich deutliche Änderung gegenüber der bisherigen Drogenpolitik. Das also zu den Änderungen, die jetzt auf uns zukommen. Und dazu sei erwähnt, es ist auch noch nicht alles zu 100% geklärt, denn beispielsweise, ob denn künftig auch andere Grenzwerte für die Fahrtüchtigkeit gelten, was man dann ja irgendwie vermuten könnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber falls ihr ohnehin nicht Auto fahrt, ist das jetzt wahrscheinlich eher egal für euch. Und wichtig ist erstmal die Aussage, ja, man darf künftig legal zu Hause anbauen, wenn man nicht damit dann irgendwie kommerziell handeln möchte. Und auf genau der Basis haben wir jetzt auch schon die ersten Deals gesehen, beziehungsweise der eine Deal, mit dem wir uns hier jetzt beschäftigen. Unser User Rosa Weiß hat eine sogenannte Growbox gefunden und gepostet, aktuell für 391,25 Euro statt normalerweise 499,99 Euro. Das ist ein Komplettset, das heißt, das umfasst dann verschiedene Komponenten, die für die Anzucht indoor gebraucht werden, also beispielsweise die Lampen, dann das Gehäuse des Ganzen, dass da die Pflänzchen auch gut unterkommen und natürlich auch sowas wie Lüfter und noch die ganze Verkabelung und alles. Ist inzwischen über 2300 Grad heiß, der Deal, ist aber auch vor allem sehr kontrovers diskutiert worden und kontrovers zum einen auf der einen Seite der, ich sag jetzt mal, Drogengegner, die überhaupt nicht nachvollziehen können, warum denn die Bundesregierung jetzt diesen Schritt getan hat, aber auch kontrovers von der anderen Seite, von denen, die offenbar da schon tatsächliche Experten sind und das irgendwie schon seit Jahren betreiben und dann, naja, sowohl gute Hinweise geben, was an diesem Set sinnvoll ist, aber auch Hinweise geben, was da vielleicht möglicherweise nicht so sinnvoll ist. Und genau diese hilfreichen Kommentare habe ich mir jetzt mal etwas näher angeschaut und wollte euch da so ein paar Meinungen einfach mal präsentieren, dass ihr auf der Basis dann zu einem Ergebnis für euren persönlichen Einsatzzweck kommt. Und dann machen wir auch direkt den Einstieg mit unserem User ichbins5vf. Der sagt nämlich, solche Komplettsets sind grundsätzlich nicht empfehlenswert, weil da die Komponenten nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Und ohne dass ich mich da jetzt großartig auskenne in dieser Thematik, ergibt das schon irgendwie Sinn, denn wir kennen das eigentlich auch von Fertig-PCs. Da hast du dann vielleicht einen guten Prozessor drin und eine gute Grafikkarte, aber dann wird irgendwie am Netzteil gespart und vielleicht ist der Lüfter auch nicht unbedingt der leiseste. Also da wird natürlich so ein bisschen Cost-Cutting betrieben, um das auch zu einem gewissen Fertigpreis anbieten zu können und noch irgendwie Gewinn zu machen. Insofern erschließt sich mir das gedanklich schon, dass es vielleicht sinnvoller sein könnte, sich selber was zusammenzustellen. Ist aber natürlich auch für den Laien deutlich komplizierter. Also hier kauft man quasi wirklich alles aus einer Hand. Man kommt damit auch zu einem Ergebnis. Vielleicht ist es aber suboptimal, wenn es beispielsweise um die Lautstärke der integrierten Lüfter oder so geht. Grundsätzlich stellt sich natürlich überhaupt schon mal die Frage, möchte man überhaupt in der eigenen Wohnung anbauen oder möchte man vielleicht lieber draußen in den Garten gehen? Setzt natürlich voraus, dass man überhaupt Garten hat oder meinetwegen auch einen Balkon oder irgendwie sowas. Und da hat tatsächlich der Dealersteller selbst so ein paar
Pro- und Kontra-Argumente geliefert und ehrlicherweise deutlich mehr Kontra-Argumente, wenn es um die Outdoor-Aufzucht geht. Da wird nämlich zum Beispiel gesagt, man kann relativ schnell Probleme mit Schimmel durch zu hohe Luftfeuchtigkeit im Herbst bekommen. Wusste nicht, dass solche Pflanzen dann auch schimmeln können, aber offenbar ist das der Fall. Grundsätzlich ist man natürlich sowieso sehr vom Wetter abhängig. Dann hat man natürlich auch im Garten gerne mal mit Schädlingen zu tun. Also ehrlicherweise keine Ahnung, welche Tiere jetzt sich verlustieren an Cannabispflanzen, aber im Zweifelsfall Schnecken sowieso immer. Also dann seid ihr wieder damit beschäftigt, Joghurtbecher aufzustellen und die mit Alkohol auszugießen. Und naja, das wollen wir ja auch den Schnecken ersparen. Deswegen, vielleicht wäre es dann sinnvoller, alleine deswegen schon eher nach innen auszuweichen. Ich hoffe mal, ihr habt keine Schnecken in der Küche. Und natürlich darf man auch nicht außer Acht lassen, es kann auch durchaus sein, dass sich da menschliche Schädlinge dran zu schaffen machen. Also dann müsst ihr hingehen und müsst euer Gewächshaus nochmal zusätzlich sichern, müsst einen großen Stacheldrahtzaun ziehen oder keine Ahnung, mit was man das dann absichert. Also wenn ihr das direkt unter dem hauseigenen Dach habt und eure Tür davor ist, dann kann im Zweifelsfall auch niemand eure Pflanzen stehlen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es Indoor auch Nachteile gibt. Und das Erste, was MyDealzer wahrscheinlich auch am meisten interessiert, dürfte sein, das kostet ganz ordentlich Geld wegen der Stromkosten. Denn so eine Lampe, die läuft dann viele, viele Stunden am Tag und das Ganze über mehrere Wochen, bis so eine Ernte dann durch ist. Und das geht ordentlich ins Geld. Tatsächlich wurde es weiter unten dann auch mal vorgerechnet und rechnet damit so 40 bis 50 Euro Stromkosten für einen Zeitraum von 10 Wochen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir da auch wirklich den maximalen Ertrag irgendwie rausbekommen, ist das ehrlicherweise nicht viel Geld. Dann landen wir irgendwie so bei einem Euro-Programm, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe oder richtig verstanden habe. Aber muss man natürlich trotzdem auf dem Schirm haben und draußen wäre es ja, je nachdem, wie man das dann da aufzieht, tendenziell sogar kostenlos, kostet dann aber natürlich mehr Pflege. Auch nicht außer Acht lassen darf man natürlich die Geruchsbelästigung, denn diese Pflanzen, gerade wenn sie dann in der Blüte sind, die muffen ganz ordentlich. Und ja, natürlich gibt es da dann entsprechende Luftzirkulation, die dann irgendwie stattfindet, dass das auch nach draußen geblasen wird. Aber am Ende müsst ihr euch da irgendwie dann große Abluft-Trocknervorrichtungen bauen, dass das aus dem Fenster geleitet wird. Wahrscheinlich riecht man trotzdem noch was davon. Also das sollte man natürlich auch noch irgendwie auf dem Schirm haben und das vielleicht idealerweise dann doch eher in einen, weiß ich nicht, einen Wintergarten oder so packen. Also so ein Zwischending aus Indoor und Outdoor, wo es dann halt auch irgendwie niemanden stört. So, wir haben gerade schon gesagt, dass die Komponenten bei solchen Fertigsets oftmals nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Das sieht auch Tybor 911, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, genauso. Und von Dude, the MFCK Dude, ich weiß auch nicht, wofür das MFCK steht, kommen so ein paar Alternativvorschläge und er rechnet das mal hoch. Ein Grow-Zelt mit 60x60 gibt es vernünftige laut seiner Aussage für 55 Euro, Lüftersets für 120 Euro und LED für 70 Euro. Also da kann man durchaus auch deutlich günstiger wegkommen, als wenn man das Ganze im Bundle kauft, aber muss sich halt auch erstmal damit beschäftigen. Zusätzlich gibt wiederum Helga mit sehr vielen E's zu bedenken, dass auch sehr wahrscheinlich ist, dass die China-Händler auf diesen Zug aufspringen werden, denn machen wir uns mal nichts vor, das sind jetzt auch ehrlicherweise Komponenten, die kommen auch irgendwo aus China, aus der Fabrik und warum sollte man dann bei einem deutschen Händler oder von mir aus auch einem anderen europäischen Händler kaufen, wenn man den Kram möglicherweise günstiger direkt vom Produzenten beziehen kann? Also ich würde auch davon ausgehen, dass Temu und AliExpress und wie sie nicht alle heißen, sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen und dass es über kurz oder lang wahrscheinlich die sinnvollere Alternative ist, sich direkt bei denen dort umzuschauen. Es kann durchaus sein, dass die Sachen da ein bisschen anders beworben werden, denn natürlich ist die Gesetzeslage in anderen Ländern dann doch nochmal eine andere. Ich habe zum Beispiel relativ viele Bilder gesehen, die dann wirklich mit Tomatenzucht werben, ne? Und natürlich holt sich niemand sowas für Tomatenzucht, weil da rechnet sich das dann einfach nicht. Es ist klar, wofür es eigentlich gedacht ist, aber ich meine, Pflanze ist in dem Fall Pflanze. Also insofern ist es wahrscheinlich relativ egal, was ihr da reinstellt am Ende des Tages. Und grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass jetzt wieder so eine dritte Goldgräberstimmung losgeht. Die erste haben wir vielleicht so gesehen bei den Corona-Bedarfsartikeln. Die zweite Phase haben wir gesehen mit den Solarkraftwerken, wo dann stellenweise sogar die identischen Händler, die vorher Corona-Kram verkauft haben, plötzlich Solarmodule im Angebot hatten. Und ich würde eine Wette abschließen, dass einige dieser Händler jetzt wiederum hingehen werden und sich jetzt das Lager voll machen werden mit solchen All-in-One-Grow-Zelten. Ja, ob man das unterstützen möchte, muss dann jeder letztlich selbst wissen. Also ist natürlich auch davon abhängig, wie gut dann die Preise sind. Wie gesagt, ich rechne damit, dass es aus China dann etwas attraktiver sein wird, als das von hier zu beziehen. Aber grundsätzlich wäre wahrscheinlich die beste Methode, sich wirklich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen, wenn man denn überhaupt vorhat, sich da irgendwie als Hobbygärtner zu verdingen. Und dafür gibt es auch sehr gute Anlaufstellen in Foren, die schon seit Jahren existieren tatsächlich. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, das haben auch Leute schon einfach illegalerweise zu Hause gemacht, obwohl es nicht wirklich gestattet war. Und naja, da sind auch entsprechende Erfahrungsberichte vorhanden, schon über viele, viele Jahre hinweg. Also schaut mal gerne in dem Deal vorbei, da findet ihr die entsprechenden Quellen und könnt euch dann da auch mal einlesen und vielleicht euch dann einfach selbst so ein Set zusammenstellen. Ganz zum Schluss ist mir eine Sache noch wichtig, selbst wenn wir das Thema jetzt so ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachtet haben, es handelt sich immer noch um eine Droge und nur weil die jetzt plötzlich freigegeben ist unter gewissen Bedingungen, heißt es nicht, dass sie nicht auch schädlich sein kann. Also man sollte alles, was man in irgendeiner Form konsumiert, ob das jetzt Alkohol
Alkohol ist, ob das Zigaretten sind oder künftig meinetwegen auch Cannabis, sollte man als erwachsener Mensch verantwortungsbewusst konsumieren, es nicht übertreiben und vielleicht auch nicht einfach nur, weil jetzt irgendwas verfügbar ist, jetzt plötzlich anfangen mit irgendwas, was einen vorher überhaupt nicht interessiert hat. Also das nur meine 5 Cent an der Stelle. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr jetzt euch schon irgendwie was zugelegt habt, ob ihr gedenkt, künftig das selber anzubauen oder ob das für euch nach wie vor keine Option ist.